So, heute mal ein bisschen Slow-Jigging. Ich bin an einer Stelle, unschwer erkennbar eine Fischfarm, und hier ist es tatsächlich in Wurfweite fast 100 Meter tief. Das heißt, ich kann jetzt die Rolle erstmal auflassen und die andere Kamera in Stellung bringen, während der Jig zu Boden sinkt. Hoffentlich. Denn Strömung haben wir hier eine ganz gewaltige. Sieht man vielleicht da. Gleich setzt aber Ebbe ein und dann geht es in die andere Richtung. Das braucht bei einem 40 Gramm Jig, ich habe leider vergessen, eine Schweren mitzunehmen, dauert das sicher eine Minute oder zwei. Nein. Und Attacke war. Oder Bodenkontakt, aber ich glaube, es war eine Attacke. Nein, doch, Seelachs. Ui, gibt's doch nicht. Erster Wurf. Das ist jetzt wirklich überraschend. Fühlt sich am Dorsch an, der hängt so wie so ein Tangbündel da unten dran. Tief, tief unten. Da kommt er schon hoch. Schon aus 40 Meter. Entsprechend fertig wird er sein. Nee. Deinen Pollack erwischt. Das sieht nicht gut aus. Haken hängt im Auge, glaube ich. Eieiei. Ja, leider durchs Auge gehakt. Den armen kleinen Kerl müssen wir mitnehmen. Das ist das, was oft die Catch-and-Releaser nicht wahrhaben wollen, dass man nämlich das gar nicht immer machen kann. Eigentlich fische ich an solchen Spots eher ungern. Das liegt zum einen daran, dass der Platz offensichtlich Fisch triggert und ich lieber Plätze mir aussuche, wo ich herausknobeln muss, wo der Fisch ist. Und zum anderen, weil die Emotionen noch frisch sind, was so ein Platz auf den Kanaren bedeuten würde. Dort würde 24 Stunden, 7 Tage die Woche mindestens eine Person rumhängen. Alles wäre ringsherum zugemüllt, die Bierdosen schimmerten auf dem Gewässergrund und es stinkt nach Pisse. Also so ziemlich dem Gegenteil, was die meisten beim Angeln suchen. Einsamkeit, Erholung, Natur genießen. Das findet man hier in Norwegen. Naja, und dass bei so ruhigem Wetter am helllichten Tag auf den Kanaren überhaupt irgendwas beißt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Auch wieder sowas Kleines, diesmal einen Seelachs. Oder Köhler. Na, wer hat aufgepasst? Hier sieht man eine Lachslaus laufen. Das ist das große Umweltproblem von den norwegischen Lachsfarmen. Na, den setzt natürlich zurück. Hier sieht man auch schön den Unterschied zum Pollack. Den wollte ich gerade noch zeigen. Und zwar, weil ich nicht unterscheiden kann, der Unterschied ist ganz klar die Seitenlinie. Also der Köhler hat eine helle Seitenlinie, der Pollack eine dunkle. Die Seitenlinie vom Pollack macht hier einen Knick. Ich hoffe, dass man es sieht. Und die Seitenlinie vom Köhler ist ganz gerade. Färbung, gut, braun, schwarz, aber das kann im Extremfall und je nach Lichtverhältnissen eben nicht erkennbar sein. Hoppala! So, weg ist er. Sonntagnachmittag, 13 Uhr. Herrliches Wetter und ein freier Top-Angelplatz. Schon Wochen war ich nicht mehr hier. Heute habe ich einen 80 Gramm Slow-Jig mitgebracht, um der Sache auf den Grund zu gehen. 80 Gramm Jig und 100 Meter Wassertiefe. Und das dauert und dauert und dauert. Naja, ich hätte auch einen Speed-Jig nehmen können, aber ich musste ja einen Slow-Jig nehmen. Beziehungsweise davon habe ich mir mehr versprochen.
Ja, habt ihr vielleicht noch was zu erzählen, einen Witz oder so? Zwar könnte es auch passieren, dass ein Fisch schon den Jig im Fallen nimmt. Doch spätestens nach 50 Metern ist es unwahrscheinlich, dass man den Biss aufgrund des Schnurrbogens überhaupt noch mitbekommt, geschweige denn einen Anschlag setzen kann. Na komm, hier kürze ich das Ganze mal ein bisschen ab und schneide ein bisschen. Und los geht's! Diese Technik, die ich hier beim Jiggen anwende, geht eher Richtung Longfall. Der Jig wird dabei in langen Bewegungen mittels der Rutenfederkraft nach oben gezogen und fallen gelassen. Das alles in sehr kontrollierten Bewegungen. Das heißt sowohl die Aufwärtsbewegung mittels der Federkraft der Rute, als auch die Kontrolle des fallenden Jigs. Ja, und hier ist irgendwo in den Tiefen des Fjords auch ein Fischdorf reingefallen. Und hier kürze ich das Ganze auch ein bisschen ab. Aus x Metern einen kleinen Fisch hochpumpen ist jetzt nicht so spannend. Ein Fisch ist beim Hochholen aufgrund des enormen Druckunterschieds in den Tiefen leider unweigerlich zum Tode verurteilt. Auch eine Premiere für mich, ein Rotbarsch, eine Delikatesse an jeder Nordseetheke. Diese vermeintlich knallige Farbe ist tatsächlich eine Tarnung, denn in der Tiefe ist sie am schlechtesten zu erkennen. Ich persönlich bevorzuge die Technik des Slow-Pitch-Jigging. Es imitiert mehr die natürlichen Bewegungen eines sterbenden Beutefischchens. Wie man sieht, sind hierbei die Rutenbewegungen kürzer und schneller. Unterstützt werden diese durch Twitchen mit der Rolle. Zwischendurch den Slow-Jig immer mal wieder tief nach unten flattern lassen. So als wäre die Beute endgültig hinüber. Es braucht einige Zeit, bis man Rute, Rolle und Jig in Einklang gebracht hat. Unterschiedliche Jig-Modelle müssen anders bewegt werden. Hierfür braucht man Gefühl und Erfahrung. Besonders meine Rutenhaltung möchte ich keinem Einsteiger dieser Technik empfehlen. Am Anfang sollte man entweder die Rute unter die Achsel klemmen oder in der Leiste aufstützen. Ansonsten ist man spätestens nach 10 Minuten platt mit dieser Technik, die ich hier demonstriere. Die Motorik und Kraft von Unterarm, Arm und Schulter muss erst trainiert werden. Slowjigging ist ein bisschen vergleichbar mit Jojo-Spielen. Wer damit gut umgehen kann, wird sich auch in das Slowjigging schnell reinfinden. Und jetzt aufgepasst, wie häufig bei dieser Technik und besonders in Norwegen, der Biss kommt im Fallen. Man muss sich bei dieser Technik natürlich voll konzentrieren, damit man den Anschlag nicht verpasst. Denn der Fisch hakt sich beim Biss im Fallen natürlich nicht von selber fest. Auch für mich kam der Biss hier etwas überraschend. Dort beißt es meistens weiter draußen und in größerer Tiefe. Wer sich für die Rute interessiert, über die habe ich schon ein Video gemacht. Kurzbeschreibung: 3,30 Meter, 120 Gramm Wurfgewicht und garantiert 5 Kilo Fische herauszuheben. Ja, und das Gewicht sollte auch ein Fisch mindestens haben, damit es an dieser Route Spaß macht. Über die Rolle findet ihr auch ein Video in der Fishing-Playlist. Es handelt sich um die Diverside Tiger Beijigging 4000 XH. Auch sie ist für solche Aufgaben gemacht.
Und erfolgreiche Landung. Die Technik des Slow-Jiggings habe ich mir schon erfolgreich auf den Kanaren beigebracht. Genau beschrieben habe ich sie in meinem Bestseller-E-Book Spinnfischen am Mittelmeer und Ostatlantik. Hier ist ein 6 Kilo Seelachs drauf reingefallen. Man sieht also, dass viele Tipps und Techniken auch auf Norwegen übertragbar sind.